everyone. Welcome to the press conference of Vitesse Arnhem after the game against Rapid Vienna. We start immediately. I want to ask you to start off with the questions for Danilo Duki so we can take a shower after. I want to start with Sander in the back. Ja, zag dat wel. Ik denk de eerste helft 2-0 achter. In de tweede helft komen we goed eruit en verdienen we eigenlijk meer. Dus wat je zegt, twee helften met twee gezichten. Maar hoe kun je een wedstrijd op deze manier beginnen? Want je krijgt natuurlijk heel veel instructies mee en dan is het binnen 35 seconden al raak. Ja, was gek, want ik denk dat wij eigenlijk de eerste grote kans hadden en dat zij juist uit de tegenaanval de 1-0 maken. En ja, dat is natuurlijk niet lekker als je al een paar wedstrijden verloren hebt. Dat gaat natuurlijk in de kopje zitten, maar twee dagen hebben we ons goed herpakt. Merk je dan inderdaad dat het vertrouwen een beetje broos is als je al vrij snel die 1-0 tegenkrijgt? Want daarna werd het niet veel beter, nee. Ja, natuurlijk, dat is nooit lekker als je niet in een goede flow zit, dat je gelijk een goal tegenkrijgt. Ja, het is gewoon belangrijk dat we gewoon rustig gebleven. Dat hebben we ook in de rust gezegd tegen elkaar. Het is een Europese wedstrijd, dus we hadden nog drie helften te gaan. Dus we moesten gewoon rustig blijven en gewoon zorgen dat we de tweede helft goed eruit kwamen. Hoe verklaar jij het grote verschil tussen de eerste en de tweede helft? Ja, lastig zeggen. Ik denk dat de tweede helft gewoon wat scherper was, beter in balbezit. Meer kansen afdwingen en uiteindelijk ook meer verdienen. Is dan ook die tweede helft hetgene waar je je op moet concentreren richting zaterdag, maar ook volgende week? Ja, zeker. Ik denk dat we de tweede helft gewoon hebben laten zien dat we nog steeds in ons hebben. En dat moeten we meenemen naar volgende week en ook aankomend weekend. Dankjewel. Thank you, Sander. Who can I give the floor for questions for Daniel? Lex, maybe? No? Okay, thank you, Daniel. Yes. Then we go on with the coach. Sander, go on with your questions. Thomas. Ein Spiel mit zwei Gesichtern. Was findest du heute? Ja, ich denke, wenn man die erste Minute nimmt, da hast du die zwei Gesichter schon in einer Minute gesehen. Wir starten mit einer Chance vor uns und anstatt wir dann den Abschluss suchen und zum Schießen, verlieren wir den Ball oder machen aus der Chance nichts, sind völlig ungeordnet, haben keine Restverteidigung und kassieren nach 37 Sekunden oder noch weniger das 1-0. Und schlechter kannst du nicht in ein Spiel starten. Und die ganze erste Halbzeit haben wir dann es nicht geschafft. Wir haben zu einfache Fehler im Ballbesitz gemacht, den Gegner eingeladen. Und das ist natürlich dann ihr Spiel nach 2-0 auf Konter zu spielen. Das haben sie gut gemacht. War immer gefährlich. Beim zweiten Tor verteidigen wir auch insgesamt schlecht. Und in anderen Situationen, so gesehen, war die erste Halbzeit alles andere als gut. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es ordentlich gemacht. Aber ein Spiel hat 90 Minuten und natürlich kann man sagen, in der zweiten Halbzeit, ich habe jetzt gerade auch gesehen, das Tor von Adrian war kein Abseits, aber die großen Chancen, die wir hatten, ich denke Luis Openda, Jakob Rasmussen, das müssen dann Tore sein. Am Schluss hätten wir sogar mehr verdient, wir hätten mindestens mit dem Unentschieden nach Hause fahren müssen, aber ich ärgere mich aktuell noch mehr über die erste Halbzeit, als dass ich über die zweite glücklich bin und was dieses Ergebnis am Schluss wert ist. Das werden wir heute in einer Woche wissen. Die Situation ist jetzt relativ einfach, das hatten wir auch schon. Wir müssen gewinnen. Wenn wir gewinnen, scheiden wir nicht aus. Die Ergebnis ist logisch. Wie kann man so starten, wenn du viele Vorbereitungen gehabt hast? Wenn ich das wüsste, dann würden wir nie wieder so starten. Das ist nochmal, wir reden davon, wir wollen beim Anspiel gleich nach vorne spielen, das haben wir auch gemacht, kommen beim Gegner rein, gewinnen da vorne die Bälle und kommen in den gegnerischen Strafraum nach 10 Sekunden, aber sind dann hinten unsortiert. Das darf nicht passieren, aber es ist passiert. Und was dann natürlich nach einer Niederlagenserie und auch nach einem frühen Tor gegen PSV in den Köpfen der Spieler abläuft, das kann sich jeder vorstellen. Trotzdem nochmal darf das nicht passieren und wir müssen auch immer im Blick haben, es ist eine andere Situation als in der Liga. In der Liga ist klar, du musst das Spiel gewinnen. Hier war es so, es war immer klar, wenn wir das 2-2 einschießen, sind wir zurück im Wettbewerb. 2-0 wäre ein schwieriges Ergebnis, mit 2-1 nochmal, was es wert ist, wird sich sein. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt hier heute eine Erklärung habe, wie wir so starten kann, aber wir sind so gestartet und es darf nicht passieren.
Ist das auch jetzt, dass du dich jetzt konzentriert auf die zweite Hälfte? Jetzt? Wie meinst du? Ist das, dass du jetzt sagst, wir schauen mehr nach die zweite Hälfte, wenn du nach Sonntag und... Nein, natürlich nicht. Wir müssen auch auf die erste Halbzeit schauen. Also wir dürfen uns ja auch nicht schönreden. Wir dürfen ja nicht nur sagen, okay, das war gut und wir müssen so machen, wie es gut war, sondern wir müssen ganz klar analysieren, was schlecht war. Und da geht's auch, da könnt ihr euch auch sicher sein, wenn wir nicht hier vor der Presse, aber wenn wir intern sitzen, dann werden schon die Dinge auch klar angesprochen. Denn sowas darf nicht passieren und sowas können wir auch nicht akzeptieren. Und natürlich geht es dann schon wieder, man hat wenig Zeit, am Sonntag ist ein wichtiges Spiel in Utrecht, geht es wieder darum, Selbstvertrauen aufzubauen. Aber das ist nun mal die Situation. Man kann Positives daraus ziehen, aber die schlechten Sachen dürfen wir nicht verdrängen oder vernachlässigen. Open das Tor war sehr wichtig heute. Ist das, ja, was sagt man, was sagt das über die nächste Woche? Das Tor sagt über die nächsten Wochen jetzt nur mal, dass die Situation im Heimspiel ist, dass wir mit einem Rückstand starten und wir das Spiel gewinnen müssen. In dem Moment, wo wir ein Tor schießen, ist es unentschieden und dann würde es ein Elfmeterschießen geben oder es geht eben weiter. Das heißt nochmal, wenn wir das Spiel gewinnen, so lange scheiden wir nicht aus. Und das ist das Einzige, was das Tor bedeutet. Thank you, Sander. Anyone who wants to go next? Alex here on the front. Wait for the mic, please. Dankeschön. Darf ich das? Verschrecklich, zeg. Okay. Thomas, haben Sie Louis gewarnt, dass er schärfte, dass er mit Gelb suspendiert ist? Man muss Louis nicht warnen. Jeder Spieler weiß, dass er eine gelbe Karte hat, wie die Situation ist und dass er dann im nächsten Spiel gesperrt ist. Aber ich denke, heute es war ein sehr emotionales Spiel. Ich glaube, insgesamt 11 gelbe Karten, eine gelb-rote Karte. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass wir in der ersten Halbzeit, da war, wenn ich es richtig im Kopf habe, das gelbe Kartenverhältnis 4:1 für Rapid. Und das ist genau das, was uns gefehlt hat, diese Aggressivität, die Rapid an den Tag gelegt hat. Du hast keinen Einfluss drauf, das kann passieren, ob sie dumm ist oder nicht, die gelbe Karte. Fakt ist, er fällt aus im Rückspiel jetzt. Das ist nicht gut für uns. Aber dann müssen eben andere in die Bresche springen. Aber wussten Sie es? Ja, natürlich. Weil am ESPN schaute es, als ob Sie es nicht wussten. Bei ESPN? Ja, auf dem Fernsehen. Beim Fernsehen. Ich habe andere Dinge zu tun, als beim Spiel, als darüber nachzudenken, ob Louis gesperrt ist oder nicht. Aber das wussten Sie, das oder? Mir ist es doch relativ egal vor dem Spiel, ob ein Spieler jetzt eine gelbe Karte hat oder nicht. Für mich geht es darum, dass er im Spiel 100% bringt. Und natürlich geht es darum, dass der Spieler keine dummen Geschichten macht. Aber Fußball ist ein Sport mit Emotionen. Und wenn was Emotionales passiert, dann kann es eben auch mal eine gelbe Karte geben. Das ist doch, ich verstehe die Frage nicht ganz. Ja, es schaut, als ob sie es ja vorher nicht wusste, dass er suspendiert würden. Ich weiß es, dass er suspendiert wurde. Ich weiß nicht genau, was ich bei ESPN gesagt habe, aber ich weiß, dass er suspendiert ist, natürlich. Ah, okay, ja, nee, das war für mich nicht deutlich. Jetzt sind es 5 Niederlagen für Sie. Das ist ja eine ganze Reihe. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ich fühle mich genauso, wie ich es vorher beschrieben habe. Das ist eine Situation, wenn man das Spiel anschaut mit diesen 2 Halbzeiten, mit einer ersten Halbzeit, die schlecht war, wo wir wieder Fehler gemacht haben, wo wir 2 Tore kriegen und eine zweite Halbzeit, wo deutlich mehr drin ist. Wir könnten hier sitzen mit einem 3-2 und würden natürlich anders diskutieren. Aber nochmal, was dieses Ergebnis jetzt wäre, das wissen wir noch nicht. Und dementsprechend fühle ich mich. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Aber nochmal, heute in der Liga ist es anders. Heute ist es ein Ergebnis, das wir hinnehmen müssen als Halbzeitresultat. Und die Frage können Sie mir ja am nächsten Donnerstag nochmal stellen, dann wissen wir, was es wert ist. Wenn wir zu Hause 2-0 gewinnen, dann war es ein klasse Ergebnis. Und wenn wir zu Hause unentschieden spielen oder verlieren, dann war es ein anderes Wort. Ja. Gibt es auch jetzt eine andere Art und Weise, wie Sie auf das Spiel zu Utrecht gehen? Gibt es mehr Druck? Gibt es andere Druck? Machen Sie sich Sorgen, es ist der 5. Niederlage und das geht auch in den Kopf der Spieler.
Ja, natürlich ist es nochmal, da haben wir, und das ist ja völlig normal, dass nach 5 Niederlagen solche Fragen kommen. Natürlich ist es schöner, wenn du Spiele gewinnst und alles ist einfacher, egal für die Spieler oder ob es für mich oder für den ganzen Trainerstab, für alle im Verein. Sorgen mache ich mir keine. Solange ich weiß, wo wir ansetzen müssen, mache ich mir keine Sorgen. Die Situation ist so, wir sind nach wie vor in Europa dabei und haben es in der eigenen Hand, nächsten Donnerstag unter die letzten 16 zu kommen in Europa, was Vitesse noch nie im Leben geschafft hat in der Geschichte von Vitesse. Und in der Liga ist es auch klar, nach den Niederlagen müssen wir schleunigst punkten. Und ich sehe es so ein bisschen als Paket mit Utrecht und NEC. Und natürlich ist es jetzt Zeit zu punkten. Aber Sorgen wär völlig falsch, wenn ich mir Sorgen machen müsste. Ich muss suchen, dass wir Lösungen finden, wie wir die nächsten Spiele erfolgreicher gestalten. Können Sie noch, letzte Frage, nicht? Etwas sagen über die Physik von der Mannschaft? Basur, wie geht es Ihnen und was ist hier passiert mit der Physik von der Mannschaft jetzt? Ja, also ich denke, wenn man das Physische anschaut, hat, denke ich, jeder im Stadion gesehen, dass wir top fit sind und dass wir den Gegner am Schluss auch mit 11 gegen 11 hinten reingepresst haben und dass wir da waren. Das heißt, körperlich sind wir absolut top. Das ist psychologisch, wenn du Spiele nicht gewinnst oder wenn du frühe Gegentore kriegst, nicht bei allen optimal ist, das ist normal, das ist selbstverständlich. Und zum Thema Richetli, bei Richetli war es so, dass gestern nach dem Training, im Training war alles gut, aber nach dem Training ging es ihm schlecht, er hat sich einfach sehr, sehr unwohl gefühlt, sodass wir da Checks machen mussten, wir müssen auch morgen noch Checks mit ihm, Medical Checks in Anheim machen, um alles auszuschließen, das heißt, für Sonntag wird er nicht zur Verfügung stehen. Und dann müssen wir weitersehen, wie das ist. Aber bisher, und das ist die positive Nachricht, waren die Untersuchungen so, dass wir uns keine großen Sorgen machen müssen. Okay, danke schön. Thank you, Lex. Is there someone with the last question? I don't see any raised hands. Then I will thank you for your attention and perhaps till next week. Okay. Bis nächste Woche.